Was geht, Cory hier und willkommen auf meinem Channel. Ich versuche jetzt dieses Video aufzunehmen zum zweiten Mal. Es ist heiß, mein Kleiner schläft da hinten, also wenn er aufwacht, Pech. Ich wollte heute über den Podcast reden, Toxic Church, die Hillsong Story. Kurz zu mir, ich habe mit Hillsong eigentlich gar nicht viel zu tun. Ich war eine Zeit lang mal zu Besuch dort und ich habe vielleicht versucht, da irgendwie reinzukommen, aber es hat sich von Anfang an irgendwie nicht richtig angefühlt. Also bin ich da nicht weiter hingegangen. Auch in Sicht, meine erste Berührung mit Hillsong war eine DVD, die mein Dad nach Hause gebracht hat, wo halt ganz viel Worship, ganz viel Lobpreis gesungen wurde. Er hat mir damals schon gesagt, so, ja, hör nur auf die Stimme, nicht unbedingt um die und schau dir nicht unbedingt die Menschen an, wie emotional sie sind und wie toll und Lichter und alles, wie es aussieht, sondern konzentriere dich einfach nur auf das, was gesungen wurde. Und das ist eigentlich meine Berührung schon. Ich kenne ein paar Leute, die in Hillsong sind, aber ich selber habe nicht sehr viel mit dem Hillsong zu tun. Also worum geht es hier in dem Podcast? In dem Podcast geht es darum, dass eine Frau, sie interviewt ein paar Aussteiger aus dem Hillsong und auch, ich glaube, ein Mitglied noch im Hillsong, und sie erklären einfach, wie grausam Hillsong ist. Und es gibt ja schon einige Dokus, die in den USA rausgekommen sind, wegen den ganzen Skandalen, wegen Kalenz und sowas. Wenn du keine Ahnung hast, ich kann dir jetzt nicht alles zusammenfassen, aber da gab es Affären und Spendengelder, Veruntreuung und so weiter und so fort. Und anscheinend ist es jetzt auch nach Deutschland gekommen. Und dem deutschen Hillsong ist es auch anscheinend so schlimm und Skandale und sowas und sowas. Vieles kann ich gar nicht adressieren. Also ich weiß nicht, ob sie Spendengelder veruntreut haben. Das müsste ja dann irgendwann vor Gericht rauskommen. Hillsong sagt natürlich nein und die Betroffenen sagen ja. Ich versuche zwar dieses Video ein bisschen strukturiert durchzumachen, also Episode für Episode, aber ich habe mir Notizen die letzten Wochen gemacht und bin mir sicher, dass das Video nicht ganz, ganz strukturiert sein wird. Aber ich hoffe, ich kann die Sachen ansprechen, die ich ansprechen wollte und wieso ich dieses Video überhaupt machen wollte. Wieso ich dieses Video überhaupt machen wollte, ist einfach nur, weil so viele Sachen in diesem Video, weil so viele Sachen in diesem Podcast einfach komplett falsch sind. Also, wie gesagt, ich versuche hier nicht Hillsong zu verteidigen, sondern ich versuche eher, das zu verteidigen, was falsch rübergekommen ist. Denn die Person, diese Kira, die diesen Podcast gemacht hat, sie hat selber wenig Ahnung vom christlichen Glauben. Also sie sagt zwar, sie ist irgendwie christlich in irgendeiner bestimmten Gemeinde aufgewachsen, aber wenn man sie hört, weiß man, sie hat also wirklich keine Ahnung. Also sie hat wirklich keine Ahnung vom christlichen Glauben und ist natürlich auch selber gar nicht dahinter. Was ich richtig cool gefunden hätte, ist, wenn ein Podcast entstanden wäre, wo nicht Christ, also richtig kritisch, und ein Christ, der aber vielleicht auch ein bisschen kritisch ist, zusammenkommen, und dann wären noch viele von diesen Missverständnissen und so wären gar nicht aufgetreten. Also so Sachen halt, wo immer wieder drauf eingeht, so, oh, die müssen ja Geld geben oder die dürfen ja keinen Sex haben vor der Ehe und bla bla. Und halt so Sachen halt, die dann der Christ immer klar machen konnte. So Sachen wie, ja, nirgendwo steht es, du musst unbedingt dein Geld geben, aber du möchtest doch dein Geld geben, weil du ja möchtest, dass du die Gemeinde aufbaust, du möchtest den Leuten helfen, die nicht so viel haben und so weiter und so fort. Und es ist halt so, wie die Apostel damals in der Apostelgeschichte halt Gemeinde geführt haben, dass alle Leute Geld abgegeben haben, so dass es keinen niedrigen gibt und keinen zu hohen gibt. Und genau, das wäre halt richtig cool gewesen, wenn es so ein Podcast gewesen wäre mit Christ und Nicht-Christ. Und dann auch kritisch, klar, voll ganz okay, weil da kommen auch viele Sachen vor, die einfach falsch sind. Zum Beispiel in Folge 1 geht es darum, dass Hillsong eine Geldmachmaschine ist. Also in den USA und Australien, wie auch immer, ist es auch ganz klar, weil mit der Musik und sie haben so viel Geld, in so vielen verschiedenen Sprachen wird die Musik übersetzt und in jeder Kirche wird Hillsong-Songs gesungen und klar, da ist so viel Geld. Und was man da auch kritisieren kann, ist, dass das so rüberkommt, ne? Klar, ich will da niemanden beschuldigen, aber dass es richtig so rüberkommt, dass es nur darum geht,
möglichst viele Leute zu gewinnen, aber es geht nicht wirklich darum, um wirklich geistlich zu wachsen. Und darum geht es auch so, was ich auch in vielen Gemeinden ich kritisiere es immer so, ich habe keine große Stimme, aber was ich einfach nicht mag oder ja, wie gesagt, was ich kritisiere, ist, dass es viel Show ist, aber wenig dahinter steckt. Also viel, du versuchst die Menschen zu locken mit cooler Gemeinschaft, mit coolen Show, mit Lichtern und Musik und so weiter und man verliert ein bisschen den wahren Grund, warum wir Gemeinde führen, warum wir Gemeinde haben wollen. Und das habe ich immer schon kritisiert und das wird auch in der ersten Folge kritisiert. Sachen werden angesprochen wie Brian Houston, dass er halt vor Gericht ist und dass sein Vater halt sehr viel Schlimmes getan hat, dass er jetzt viel Schlimmes tut. Karl Lenz, dass er ein Heuchler ist, weil er predigt halt, dass Sex vor der Ehe halt schlecht ist, aber selber hat eine Affäre und genau. Und dagegen kann man nicht viel sagen und dafür will ich auch nichts sagen. Also Leute, die gesündigt haben und gerade Leute an der hohen Position, die müssen einfach rauskommen und sich entschuldigen. Also ich glaube, jeder Christ oder jeder ernsthafte Christ versteht, dass auch wenn du ein Pastor bist, bist du kein perfekter Mensch ohne Sünde. Jeder ist mit Sünde und wir können das voll vergeben, wenn du halt Reue zeigst. Das ist ja das Ganze. Das ist ja das alles, was wir glauben. Wir glauben, hey, wir tun zwar Fehler, aber wir wollen ja keine Fehler tun. Und das ist auch ein Thema, wo ich später auch drauf eingehe. Es geht darum, dass wir verändert werden wollen. Wir wollen ja zum Besseren verändert werden. Aber wir machen halt immer noch Fehler. Und klar, an großen Positionen ist es natürlich umso schlimmer, weil die ganze Welt dann drauf guckt. Und eine Sache ist halt immer, dass im Podcast viel kritisiert wird, so, ja, die Menschen versuchen dich zu manipulieren und die versuchen halt extra dich so lang arbeiten zu lassen und irgendwie sowas, wo ich mir denke, ja, das Problem ist halt auch mit so großen Gemeinden, dass einfach alle Leute reinkommen können und alle Leute auch mitarbeiten können und nicht immer kontrolliert werden kann, so, wer ist wirklich im Glauben dabei, wer ist wirklich hardcore mit Jesus unterwegs und auch, wir sind alle nicht jetzt gelehrte Anführer oder sowas. Also klar, es gibt immer diese Kurse oder so, es gibt immer so ein Programm, wo du versuchst, die Leiter halt auszubilden, damit sie andere Menschen leiten können, aber wir sind alles nur normale Menschen, die das auch lernen müssen und da ist klar, dass da vieles nicht professionell stattfindet und dass das irgendwie auch akzeptiert werden muss, weil jeder muss ja selber auf sich selber aufpassen und das kommt auch später zu so Themen wie Burnout. Also in dem Podcast wird jemand interviewt, der Max heißt und der anscheinend mitgeholfen hat, Hillsong in Germany ein bisschen aufzubauen und ich habe immer geschrieben Max und in Klammern, der die Hillsong hasst. Und dann habe ich aber mit meiner Kleingruppe gequatscht und sowas und habe noch ein paar Videos darüber gesehen. Und dann so, ich habe wenig Mitgefühl mit manchen Menschen manchmal. Und die haben mir gesagt, nee, der wurde einfach voll verletzt und der ist einfach verletzt. Und darum, also für mich kam es immer so rüber, einfach nur, ja, okay, Max, er hasst die Hillsong und er will diese jetzt fertig machen. Aber nein, Max, der verletzt ist und der jetzt versucht zu teilen, so was ihm passiert ist. Und er sagt halt auch, obwohl er noch gearbeitet hat, dass er dann noch voll viel in die Church gegeben hat und gearbeitet hat und dass die Leute dann, und dann sagt er halt immer, dass sie ausgebeutet wurden. Und da denke ich mir halt immer, ja, also auf der einen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass es so rüberkommt, wenn man halt fragt, hey, kannst du das noch tun? Kannst du das noch tun? Kannst du das noch tun? Weil es halt so viel zu tun gibt. Und gerade bei einer großen Kirche, die dann auch immer größer wird und immer schneller größer wird, gibt es ja immer mehr zu tun. Also kann ich voll verstehen, dass es so rüberkommt, als ob Leute andere Leute ausbeuten. Aber da denke ich mir immer, ja, du bist selber verantwortlich, wie viel du geben möchtest. Weil später gab es auch die Sache, dass einer gefragt wurde, ja, hey, kannst du aus dem Urlaub rüber zurückkommen? Wir brauchen Hilfe. Und er sagt so, ja, du musst trotzdem noch selber entscheiden. So, hey, ist es jetzt wichtig, ist das eine wichtiger für dich oder das andere? Also klar, man kann immer sagen als Christ, oh ja, aber Gott möchte jetzt, dass ich
helfe und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, ja, aber Gott hat uns auch einen gesunden Menschenverstand gegeben. Irgendwann ist auch genug für uns, unser Körper ist auch irgendwann genug. Irgendwann müssen wir einfach mal Pause machen. Und da muss man auch selber nochmal gucken. Und klar, und dann wieder auch die Leiter. Die Leiter müssen natürlich aufpassen, hey, arbeitet er zu viel und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube nicht unbedingt, dass da jemand versucht, aktiv jemanden fertig zu machen, auszubeuten. Also klar, es gibt immer schwarze Schafe irgendwo, aber der allgemeine Gedanke ist ja einfach nur, ey, wir wollen so viel wie möglich schaffen und dann werden Menschen halt manchmal verletzt. Aber ja, Sachen wie Konkurrenzdenken wurden angesprochen, unterschiedlichen Gemeinden, die katholische Kirche und die evangelische Kirche, Landeskirche und sowas, die verlieren alle Mitglieder und jetzt gehen alle natürlich in diese Freikirchen und genau, und da ist halt Konkurrenzdenken und sowas, was natürlich gar nicht so ist, sondern rein theoretisch geht es ja darum, wir wollen so viele Menschen wie möglich retten. Und das hat ja nichts damit zu tun, wie groß die Gemeinde ist, sondern wir laden ja alle Leute ein und versuchen, die frohe Botschaft zu verteilen. Und es geht aber, was halt kritisiert wird, ist halt, und das habe ich auch immer schon kritisiert, dass halt Hillsong so rüberkommt, als ob es wirklich nur darum geht, hey, wie viele zahlen? Und dann gibt es auch eine Stelle, ich weiß nicht, irgendwo kommt sie später, ich habe hier in meinen Notizen, nur falls ihr fragt, warum ich immer darüber gucke, da geht es halt darum, dass anscheinend, wie gesagt, es sind viele, viele Anschuldigungen, ich weiß natürlich nicht, ob sie wahr sind oder sowas, Hillsong hat ein paar Statements dazu rausgegeben und dann gibt es noch andere Christen, die ein Video darüber gemacht haben und ich bin jetzt auch einer, der ein Video darüber macht, viel, viel, viel zu spät, aber wie auch immer. Und da ging es darum, dass nur getauft wurde, wenn es mehr als 2 Taufen waren oder sowas und das, wenn es so wäre, wäre das ja eindeutig falsch und es ist, glaube ich, common Menschenverstand, dass wir nicht taufen, weil wir viele Leute sind, sondern wir taufen, auch wenn es nur eine Person da ist, weil wir wollen Menschen retten. Genau. Eine Sache, die ich auch kritisieren muss an die Kira, die Hillsong, die den Podcast hält, ist, dass sie halt von sich selber behauptet, dass sie halt Ahnung hat. Sie war anscheinend 2-mal bei einem Hillsong Gottesdienst und kennt sich dann anscheinend schon aus, was auch ganz klar rüberkommt. Und ich glaube, das habe ich von fast jedem Video gesehen, was darüber auch nochmal gesprochen hat, ist, dass sie so, sie hat ihre klare Meinung schon und es geht nicht, und dieser Podcast ist eindeutig nicht rational, nicht fair, nicht, was sagt man denn, neutral gehalten, sondern ganz klar, Hillsong ist schlecht, Hillsong muss gestoppt werden, Hillsong schlecht, wie auch immer. Und genau, das ist auf jeden Fall, was andere Leute natürlich in viel besseren Sätzen gesagt haben. Aber ich bin auf einem anderen Level. Ich rede so, wie ich rede und ich hoffe, ihr kommt damit klar. Und genau, und das sind halt so Sachen, wo ich denke, ja okay, wirklich neutral war es nicht. Deshalb habe ich ja am Anfang gesagt, so cool wäre es, wenn es einfach ein Christ und ein Nicht-Christ und die machen einen Podcast zusammen und reden halt darüber. Genau, und eine Sache, die sie auch immer wieder sagt und die ich auch nicht glaube, ist, dass sie Hillsong gefragt haben, dass sie Hillsong Anfragen gestellt haben. Also Hillsong selber sagt, ja, wir haben zwar Anfragen bekommen, aber die waren 48 Stunden vorher, mussten die beantwortet werden. Es waren irgendwie 50 Fragen oder sowas, viel zu viele Fragen, die jemand in 48 Stunden beantworten könnte. Und genau, und anscheinend war der Podcast schon komplett fertig, als die Anfrage rausgeschickt wurde. Also da war ja nicht viel Veränderung möglich. Deshalb auch das mega unfair. Aber das wurde auch alles schon in anderen Videos angesprochen. Ich glaube, ich poste ein paar Videos, die ich richtig interessant fand, zu dem Thema unten in die Beschreibung. Dann könnt ihr auch gerne draufklicken. Folge 2, da habe ich nur eine Sache aufgeschrieben. Dort wird nur Milch geleert und nicht feste Nahrung. Und da bin ich manchmal derselben Meinung. In solchen großen Kirchen geht es halt immer darum, möglichst viele Leute zu holen und denen wird dann die einfache Kost, also die frohe Botschaft gelehrt. Und das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich habe auch immer das Gefühl, das kritisiere ich auch ein bisschen so, dass es geht immer nur darum, dass Leute von außen kommen und dass die irgendwie so die Anfangsschritte mitbekommen. Und die Leute, die dann eigentlich schon fest im Glauben sind, so die haben es eher schwerer zu wachsen. Und
Und in der Bibel gibt es halt eine Stelle, wo es halt einfach heißt, hey, ihr bekommt noch Milch und ihr seid noch nicht an dem Punkt, dass ihr feste Nahrung bekommt. Und ich habe das Gefühl, bei so großen Kirchen, weil es ja immer neue Leute geht, dass es kommt, dass es eher so darum geht, wir machen immer die Basics, damit alle Leute, die ja neu kommen, Sachen mitbekommen, verstehen und die Basics mitbekommen. Aber es gibt keinen großes Programm, wo die Leute, die eh schon im Glauben sind, auch wachsen und gestärkt werden. Folge 3. Da ging es da ganz viel darum, dass halt viel zu viel gearbeitet wurde. Dass Leute halt gearbeitet haben, bis sie umfallen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ja, jeder muss selber auf sich selber schauen, wie viel ist zu viel. Und zweitens, klar, die von der Gemeindeseite, also von beiden Seiten und von der Gemeindeseite muss natürlich da sich drum gekümmert werden, dass Leute leiten, die oder dass die Leiter ausgebildet werden, dass wirklich niemand halt zu Schaden kommt. Aber, was man auch fairerweise sagen muss, viele davon machen es ja nicht hauptberuflich, viele machen es ehrenamtlich und leiten dann andere Leute, die ehrenamtlich da mitarbeiten und dann ist natürlich schwierig, immer alles perfekt zu machen. Und ich glaube, selbst in großen Firmen ist da auch nicht immer alles perfekt. Darum ist es von beiden Seiten. Aber das ist schwierig zu kritisieren, weil das muss man doch verstehen. Also die Firmen, also die Kirchen werden immer größer. Man möchte so und so viele Sachen schaffen. Aber manchmal gibt man halt zu viel. Aber ich glaube, das ist voll legitim. Und darum sage ich ja, in dem Podcast wird das immer so rübergebracht, als ob die alle extra Leute ausbeuten, was halt ich mir nicht vorstellen kann. Ja, aber dann hat sie noch eine andere Person, die Janice, hat sie, oder Janice, ich glaube die Janice, interviewt, die auch so Sachen gesagt hat wie, ja, ich habe denen gesagt, ich kann nicht mehr, und die haben aber gesagt, du musst aber. Und dann denke ich mir zu der Stelle, klar, wenn die Sachen sagen, wie du musst das und das und das tun, sonst keine Ahnung, dann würde ich einfach sagen, ja, okay, dann weg damit, weil das ist natürlich falsch. Also es geht nirgendwo, es macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Also Gott möchte nicht deinen Dienst, wenn du ihn nicht geben möchtest. Und ich kann auch voll verstehen, diesen unterschwelligen Druck, den man hat. Also man möchte ja Gott dienen. Man möchte ja Gott dienen. Und dann sagt man, ja, okay, aber ich mach's ja für Gott und so weiter und so fort. Und klar, aber da ist halt auch, Gott spricht ja mit dir. Gott hilft dir ja dabei. Gott hat uns ja den Heiligen Geist gegeben, damit wir damit ja klarkommen, damit wir diese Balance finden mit, hey, ich möchte dienen, aber du musst ja auch geschützt werden. Du kannst dich ja auch nicht zu Tode arbeiten. Und Gott zeigt dir ja, wie viel möglich ist und wie nicht. Aber ja. Ja, und dann halt eine Sache halt, wo gefragt wurde, ja, hast du was dafür bekommen? Und dann denke ich mir so, ja, das Ding ist halt, es geht nicht darum. Es geht, und das ist auch ein großer Punkt, es geht nicht darum, dass du irgendwas dafür bekommst, sondern du dienst, um zu dienen. Und du brauchst nichts, also du brauchst nichts dafür. Wenn du nicht dienen möchtest, um zu dienen, dann diene nicht. Also wenn du nicht von dir selber aus helfen möchtest, dann hilf nicht. Und das wird halt da auch so ein bisschen dargestellt, so, oh ja, du machst all dieses, du machst das alles ehrenamtlich und du kriegst nichts dafür zurück. Du wirst nicht dafür gelobt, du wirst nicht dafür, also klar, wenn wir in der Gemeinde sind und du bist jemanden, du hast jemanden unter dir, dann klar solltest du ihn loben und das macht ja, glaube ich, mega Sinn, aber darum geht es nicht. Und da war dann auch die Szene mit aus dem Urlaub zurückkommen, wo ich mir sage, ja, dann komm einfach nicht aus dem Urlaub zurück. Es gibt, Gott ist dann nicht sauer, wenn du dann nicht aus dem Urlaub zurückkommst. Und wenn dir das irgendjemand sagt, dann ist es ganz klar falsch. Das ist ganz klar falsch. Wenn jemand sagt, ja, aber Gott möchte, dass du jetzt zurückkommst, dann sagst du, ja, nee, Gott sagt es nicht. Zeig mir das. Zeig mir, wo es steht. Gott möchte, dass ich jetzt aus dem Urlaub zurückkomme. In Folge 4 kommen wieder einige Anschuldigungen, wo halt der Freimut halt auch schon drüber geredet hat. Häufig kommen auch einfach nur Anschuldigungen, die ich zwar jetzt nennen kann, also sowas wie, es wird halt angesprochen, dass anscheinend Hillsong Praktikanten hat, die zu Hause bei denen, zu Hause irgendwie bei den Pastoren oder sowas zu Hause putzen sollen, das Haus auf das Haus aufpassen sollen oder irgendwie sowas. Anschuldigung, keine Ahnung, da brauche ich nicht zu sagen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Das, wenn jemand gezwungen wird, irgendwas zu machen, was er nicht möchte, ist natürlich falsch.
Genau. Oder Sachen halt, wie auch wieder, dass der Jan Kohler, der war auch Hillsong in Germany. Oder ist es noch immer, der war immer so mit Alaba, David Alaba, Fußballspieler, war der immer halt cool und hat auch gesagt, hey, die haben die Champions League gewonnen, weil Gott ja mit ihm ist, weil Alaba ist ja auch Christ. Und genau, aber das sind halt Entschuldigungen, wo ich denke, ja, okay, keine Ahnung, ist nicht so wichtig, geht nicht um meinen Glauben, es geht einfach nur um Sachen, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn. Also was ist, wenn ein Christ auf der Mannschaftsseite ist und der eine Christ auf der Seite ist, so wer gewinnt denn dann? Ja, das genau. Aber dann kam Folge 5 und Folge 5 fand ich sehr interessant, aber da kam halt richtig klar raus, dass halt die wie hieß sie? Kira, nicht nur keine Ahnung von dem christlichen Glauben hat, sondern auch einfach 100% nicht dahinter steckt und klar alles dann kritisiert, was angesprochen wurde. Und da die Folge hieß Wollust und da ging es natürlich um Sex und Sex vor der Ehe und Zusammenziehen und Gläubige und Nichtgläubige und sowas, weil da gab es eine Story, in die hat sich halt, da konnte ich mich halt mit mega identifizieren und das war die Sandra. Denn sie hatte auch eine nicht-christliche Beziehung, ist ins Hilton gegangen und hat dann von Gott erfahren, also nicht von irgendwelchen Menschen, sondern von Gott selber hat sie gehört einfach, hey, trenn dich doch von dem. Und das war bei mir in meinem Leben genauso, so weil es einfach nicht gut war. Und ich habe auch in meinem Zeugnisvideo halt lange darüber geredet. Aber genau, und dann hat sie aber nicht gesagt, wieso sie sich von ihm trennt. Also sie hat einfach nur gesagt, sie hat sich einfach von ihm getrennt, aber hat nicht gesagt, hey, das ist Gottes Will. Ja, genau, hat sie nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt, dass es Gottes Wille ist. Und da denke ich mir halt so, okay, das hört sich so ein bisschen an wie, ja, aber ich verleugne dich, Jesus. Ich sage nicht, dass das wegen dir ist. Und dann, nach der Trennung, hat sie sich halt so schlimm gefühlt, so schlecht gefühlt. Und ich kann es voll nachvollziehen. Ich habe mich auch nach der Trennung halt so schlecht gefühlt. Und danach kam auch noch viel, viel, viel schlechtere Zeit. Aber, wo ich sagen muss, aber ich habe mich entschieden für Jesus. Ich habe mich für Gott entschieden. Und bei ihr war es halt so, dass sie irgendwann gesagt hat, hey, ich fühle Gott nicht mehr. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ja, okay, dann bin ich jetzt nicht Christ. Und dann hat sie natürlich den nächsten Partner, den sie dann bekommen hat, musste natürlich nicht Christ sein, weil es so schlimm war. Und wie gesagt, also ich kann es auf einer Seite ein bisschen nachvollziehen, aber es ist so ein bisschen so wie eine Ehe. Also entweder du hast dich dafür entschieden und dann geht es durch gute und durch schlechte Phasen, oder du hast dich halt nicht entschieden und ich glaube, also Sandra hat sich halt nicht wirklich dafür entschieden, den Marathon zu laufen. Und es ist ja auch, gibt es auch eine Stelle, wo es einfach darum heißt, dass es ein Rennen ist und nur der, der es zum Ziel schafft, der genau, ist am Ende gerettet in meinen super schlechten Worten jetzt, aber und da finde ich es einfach schade. Also ich kann voll nachvollziehen, was sie durchgemacht hat, aber sie hat aufgegeben. Und ja, das finde ich einfach schade. Und da später dann natürlich redet sie noch darüber, dass dass es halt die Church nicht wollte, dass sie zusammenziehen. Und dann geht es halt auch weiter, dann wird halt auch weiter gesprochen, dass halt diese Purity Culture, also darum geht, kein Sex vor der Ehe. Und da sind natürlich Sachen, die ich auch immer schon kritisiert habe von Gemeinden oder was ist. Es hört sich mal an, als ob ich da irgendwo hingehe und Leute kritisiere. Nein, ich habe natürlich niemanden, aber wenn ich darüber nachgedacht habe oder wenn man über das Thema geredet hat, habe ich auch Sachen kritisiert, wo es halt in Gemeinden so oft so ist, dass halt junge Paare, richtig jung, 18 Jahre oder sowas, heiraten. Obwohl sie noch nichts in ihrem Leben gemacht haben und verstanden haben und sowas. Und klar, auf der einen Seite ist es gut, weil dann bleibt man pure, dann hat man noch die beste Chance, keinen Sex vor der Ehe zu haben und einfach einfach frei, ohne Narben in eine Ehe zu gehen. Aber ich denke mir, in der heutigen Zeit, also früher hat das auch funktioniert, weil man hat auch viel früher gearbeitet, man hat viel früher das Elternhaus verlassen. Aber jetzt ist es ja mittlerweile so, dass man so lange im Elternhaus bleibt, dass man erst Schule, Studium und dann erst noch eine Ausbildung vielleicht und dann erst anfängt zu arbeiten und ins wirkliche Leben rausgeht und wirklich erwachsen wird. Und so ist das bei mir ja gewesen. So, ich habe erst
so viel machen müssen, bis ich wirklich erwachsen wurde und wirklich verstanden habe, hey, was ist wirklich eine Jesus-Nachfolge und dann auch, was ist es, wie sehe ich Ehe und dann macht es, hat es für mich erst Sinn gemacht, zu heiraten und erst als ich wirklich erwachsen war. Und das ist natürlich, was dann auch da kritisiert wird, was ich halt auch unterschreiben kann, ist, dass dieser Druck natürlich, kein Sex vor der Ehe und dann früh zu heiraten, nur damit man halt, das Verlangen des Sex entkommt. Aber hinter der allgemeinen Sache halt, kein Sex vor der Ehe, Selbstbefriedigung, oder jeglicher Ehe außerhalb der jeglichen Sex außerhalb der Ehe. Klar, das unterschreibe ich ganz klar. Und jeder Christ, weißt du, es geht hier nicht darum, dass die Welt das annimmt, weil wenn die Welt das nicht annehmen will, und das kommt ja ganz klar rüber, und das wissen wir ja, die Welt findet das natürlich absurd. Obwohl wir ja ganz klar sehen, Gott hat Sex in die Welt gebracht und es ist das einer der großartigsten Sachen. Aber um das voll zu kosten, voll so wie Gott sich das gedacht hat, hat er sich das ausgedacht zwischen einem Mann und einer Frau. Und das halt, und das, wenn das funktioniert, wäre das sozusagen die beste oder heiligste oder wie auch immer, so wie Gott sich das ausgedacht hat. Aber wenn wir anfangen, halt mit unterschiedlichen Partnern zu schlafen, dann verlieren wir den wahren Zweck, die wahre Schönheit von dem vom Sex. Und darum bin ich auch ganz klar natürlich dahinter. Also kein Sex vor der Ehe, auch keine Selbstbefriedigung, keine Pornografie und sowas, weil das ja alles verwirrt. Und also ich finde, das ist eigentlich Menschenverstand, aber heutzutage der Menschenverstand ist ja auch ein bisschen getrügt. Deshalb, klar, schwer zu sehen, aber für mich eindeutig. Aber, wie gesagt, im Podcast wird das natürlich kritisiert. Aber dagegen kann ich nichts sagen. Also ich bin klar derselben Meinung der Kirchen. Für mich macht es Sinn. Aber wenn du natürlich nicht dran glaubst, und darum, wie gesagt, hätte ich wieder gewollt, dass ein Christ und Nicht-Christ halt zusammen einen Podcast machen, wo die dann vielleicht ein bisschen diskutieren, aber dass es dann neutral rüberkommt. Also die einen halt, ja, deshalb ist es gut, auf Sex zu verzichten. Und die einen sagt, nee, mach doch und tun lassen, was du willst. Und dann, ja. Aber dann wäre der Podcast wenigstens interessant gewesen, also interessanter als er war. Genau. Und die Janice, die glaubt ja, und die ist halt so ein bisschen mehr, also die ist auch wieder so ein bisschen anti, so wie Max. Sie sagt ja auch so, hey, die versuchen dich damit zu kontrollieren. So, was ich halt, nein. Wir haben die letzten 2000 Jahre also dasselbe geglaubt, wir verändern uns nicht. Aber die Welt halt, der Zeitgeist, der verändert sich ja immer wieder. Also jetzt ist das eine erlaubt und in 50 Jahren ist das nicht mehr erlaubt. Und vor 50 Jahren war dies noch erlaubt und das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Also es verändert sich ja immer. Und wir versuchen ja, die wahren Werte halt durchgehend zu halten. Und es ist nicht schlecht, Werte zu haben. Und das ist halt das, was da auch wieder kritisiert wird, wo ich mir denke, ja, okay, dann kritisiere das, aber dann geh auch nicht in eine Gemeinde, die das vertritt, wenn du das selber nicht vertrittst. Gründe deine eigene Gemeinde, wo du tun und lassen kannst, was du willst, was ja viele jetzt auch machen. Viele Pastoren, die einfach irgendwas lehren, was natürlich gar nichts mit der Bibel zu tun hat. Aber hey. Oh, und dann gab es die eine Stelle von dem Michael. Er meint auch, dass Hillsong verboten hat, zusammenzuziehen, also wenn ein Paar zusammenzieht, was ich ja voll verstehe. Also wenn du den Wert hast, und darum geht es ja darum, also wenn du den Wert nicht hast, dann hast du halt den Wert nicht. Ne? Man kann das ja nicht kritisieren, nur weil du anders glaubst. Und das ist ja eh, also wir Christen dürfen ja nicht mehr anders glauben, wir müssen ja jetzt glauben, wie die Welt glaubt. Wir müssen das ja akzeptieren, wir müssen das annehmen, für uns selber, was die Welt glaubt. Aber wir glauben doch einfach anders. Das heißt, wenn du in die Gemeinde gehst und wir haben solche Werte, dann ist es halt so. Dann entweder nimmst du sie an oder du gehst halt. Es ist ja genauso wie jemand, der möchte Basketball spielen, geht in eine Fußballmannschaft und sagt, hey, ich bin hier mit dem Basketball, kann ich mitspielen? Dann sagen sie, hey, nee, wir spielen Fußball. Entweder du spielst mit uns oder du spielst halt alleine. Und ich denke mir, das ist doch
das macht doch Sinn, oder? Also, keine Ahnung. Also, das ist halt so, Sachen werden halt kritisiert, wo ich mir denke, hä? Ja, du glaubst halt, wir glauben halt unterschiedlich, das ist doch voll okay. Also, dürfen wir doch, es ist doch ein freies Land. Wir dürfen doch glauben, was wir wollen, sozusagen. Und wir haben unsere Werte. Und wenn du sie nicht akzeptierst, dann kannst, also dann bist, kannst du halt nicht Teil sein dieser Gemeinde. Es gibt bestimmt eine Gemeinde, die du findest, wo du so leben kannst und wie du möchtest. Aber wenn wir doch gewisse Werte haben, und es geht ja nicht darum, dass du dann nicht mehr kommen darfst, aber es geht darum, dass wir als Gemeinde diese Werte vertreten und das auch ansprechen. So, ich rede jetzt schon so lange, ich versuche jetzt mal ein bisschen schneller zu machen, aber da sind so viele Sachen halt, über wo einfach das Verständnis auseinander geht. Also es ist einfach so, wo Sachen kritisiert werden, ja, die Kirche glaubt ja so. Dann sage ich, ja, die Kirche glaubt auch, dass ein Gott existiert. So, wenn du nicht glaubst, dass ein Gott existiert, dann warum gehst du dann in die Kirche? Das ist, denke ich mir, ja, mit den ganzen kirchlichen Hochzeiten, wo Leute heiraten, nur weil es cool finden, aber in der Kirche. So, wo ich denke, warum heiratet ihr in der Kirche vor Gott, wenn ihr nicht mal glaubt, dass Gott existiert? Und das ist halt so, ja, jeder möchte einen Gott haben, wie es ihm gefällt. Jeder macht einen Gott und stellt sich einen Gott vor und sagt, hey, so ist Gott. Und kommt dann nicht damit klar, wenn eine Gemeinde das nimmt, was in seinem Wort steht und das als Fakt da sieht. Und genau, und das wird halt hier viel kritisiert und das finde ich halt auch schade und falsch, dass das so abläuft. Genau, Folge 6 und Folge 7, da geht es mehr darum, um die Skandale. Und in 7 geht es halt darum, um Geben, um Geld. Und wie gesagt, wenn Hillsong Spenden nimmt und sie den viel zu hohe Gehälter und dann hieß es von Rolex und bla bla bla. Wenn die das natürlich machen, klar, ist es falsch, aber rein theoretisch geben wir, damit wir Gemeinde bauen können, damit wir Leuten helfen können und damit wir alle auf demselben Stand sind und nicht, weil wir müssen. Da kommt halt eine Story raus anscheinend, dass Hillsong Spendengelder veruntreut. Was natürlich ganz klar falsch ist, wenn das der Fall wäre. Keine Ahnung, ob es der Fall ist. Das weiß nur Hillsong selber. Aber eine Sache, die natürlich kritisiert wird, ist, dass du geben musst. Und dass du den Zehnten geben musst, anscheinend. Und das habe ich immer schon irgendwie nicht gemocht, dass Leute, also dass Gemeinden halt damit lehren, hey, gibt euer Zehntes. Zehntes von eurem Bruttogehalt. Und ich mir denke, hä, darum geht's gar nicht. Es geht darum, es geht eher darum, dass du alles gibst. Also alles, was du hast. Es gibt diese eine Story, wo wir sehen, dass diese eine Frau, die arme Frau, die gibt nur ganz, ganz wenig, aber es ist halt alles, was sie hat. Und im Vergleich zu den reichen Männern, die halt so hier ihre Hosentasche da noch so ein bisschen Change haben und dann in die Spenden packen. Und wie man sieht, halt, okay, die haben zwar quantitativ mehr gegeben, aber qualitativ hat natürlich die Frau viel mehr gegeben. Und darum geht es. Also wenn du geben möchtest, also ich glaube schon, dass es super wichtig ist, dass wir geben, aber nicht wichtig, weil es ein Muss ist, sondern weil es zu finanzieller Freiheit führt. Also wenn du gibst, wenn du Gott dein Geld gibst, dann wirst du viel, viel weniger Probleme mit deinem Geld haben. Denn wir sind ja nur der Verwalter. Also Gott gibt uns eine Arbeit, damit wir Geld bekommen. Und das Geld, das gehört ja nicht wirklich uns, das gehört Gott. Das heißt, wir sollen das verwalten. Also wir geben unsere Ausgaben aus und so weiter und so fort. Aber wir geben auch weiter, um anderen Menschen zu helfen. Und das sollte unsere Motivation sein. Und dann wird halt immer in vielen Gemeinden halt immer gesagt, nee, gebt euren Zehnten. Also meistens ist es auch kein Muss, also nirgendwo steht, dass du deinen Zehnten geben möchtest. Aber die geben das immer so, als ob, ja, weil alle Leute, die neu in, nicht alle, aber viele Leute, die dann neu in die Gemeinde kommen, sagen, ja, oh, gibst du denn auch deinen Zehnten? Oder ich muss meinen Zehnten geben oder irgendwie so. Ich mir denke, nee, fang doch erstmal klein an. Also wenn du noch nicht viel geben möchtest, gib einen Euro oder wie auch immer. Fang klein an. Und da geht's halt wirklich darum, das ist halt wieder, Gott interessiert sich nicht für, wie viel du gibst, sondern einfach nur, wieso du gibst. Also Gott sieht immer nur dein Herz. Und deshalb sprich das mit Gott ab, wie viel du geben möchtest, solltest.
wie auch immer, da sollte überhaupt kein Druck von der Gemeinde kommen. Genau, also da sollte gar kein Druck von der Gemeinde kommen. Also klar, ich kann es verstehen, dass das kritisiert wird, wenn man keine Ahnung davon hat. Aber wie gesagt, wenn wir verstehen, hey, wir geben freiwillig und nicht, weil wir müssen. Und eine Sache auch, wo es einfach heißt, oh, man kann auch digital Spenden überweisen, oha. So wie ich mir denke, ja, ist doch gut, wir kommen im 21. Jahrhundert, wir können auch jetzt per PayPal spenden. Also es ist, manchmal wurden Sachen kritisiert, wo ich mir denke, warum wird das, also wirklich, wirklich kleinlich. Aber was ich sagen muss, ist, dass ich in großen Gemeinden oder egal wo, aber dass ich wirklich schlecht finde, für was Spenden manchmal benutzt werden. Zum Beispiel halt für das krasseste Equipment, das krasseste, der krasseste Licht und Instrument und irgendwie sowas, nur um alles extrem fancy zu haben, wo ich mir denke, hey, dafür habe ich eigentlich mein Geld nicht gegeben. Ich habe mein Geld gegeben, damit Leute in der Kirche mitarbeiten können und finanziert werden. Ich bin dafür, dass wir vielleicht mal Essen umsonst geben für die Leute, die es brauchen, damit wir spenden und so weiter und so fort. Das ist da, dafür gebe ich mein Geld. Ich brauche keine extreme Show, die beste Elektronik von der besten. Also das ist auch manchmal, was ich ein bisschen kritisiere, ein bisschen doof finde, dass dafür Geld genutzt wird. Aber wie gesagt, wir können alle selber entscheiden, für was wir geben. Wir können ja auch irgendeine Familie unterstützen oder irgendwie sowas. Genau. Aber ja, das verstehe ich voll, dass das auch kritisiert wird, dass unterschiedlich das Geld benutzt wird, was manchmal auch überhaupt nicht nötig ist. Eine Sache, die auch kritisiert wird, die ich mir auch voll gut vorstellen kann, ist, dass Hillsong unterschiedliche Level hat an Spender. Also wenn du so und so viel spendest, dann bist du in so einem Rank. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber in den USA kann ich mir gut vorstellen, aber weiß nicht, ob es so ist. Aber ich kann es mir richtig gut vorstellen. So, hey, wenn du so und so viel spendest, dann hast du VIP-Status und dann bist du besser als die anderen und so. Kann sein, muss nicht sein, ich kann es mir nur vorstellen. Und dann kam die letzte Folge. Und die letzte Folge war dann nochmal so ein Tritt hinter den christlichen Glauben an sich. Und da kam halt ganz klar raus, dass die Leute, die interviewt werden, keine echten Christen sind. Auch wenn sie sagen, ja, hey, ich bin so viel in dem Hillsong gewesen und irgendwie sowas. Aber gerade der Max, du hörst heraus, dass das kein Christ ist, sondern dass er nur da ist wegen der Gemeinschaft. Weil es so toll da ist. Und die größte Sache, woran man das merken kann, ist die letzte Aussage, die er sagt, wo er empfiehlt, hey, ihr Christen, geht zu eurem Pastor, sagt ihm, hey, hier bin ich, das bin ich und nimm mich so, wie ich bin und wenn du damit cool bist, dann hey, cool, aber wenn du nicht damit cool bist, dann tschüss, dann gehe ich. Wo ich mir denke, der Kern des christlichen Glaubens ist es doch. Wir gehen zu Gott, wie wir sind und wollen uns verändern. Wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind. Also unsere erste Aufgabe ist, wenn wir zu Gott kommen, das ist nicht unsere erste Aufgabe, aber eine Aufgabe, die wir haben, wenn wir zu Gott kommen, ist ihm sein Leben geben. Und zwar, hey, ich weiß nicht, was ich mache, vielleicht was Sünde ist, was gut ist, was schlecht ist, ist ja egal. Sondern, veränder mich Gott, wie du es möchtest. Denn ich weiß, Gott, du bist perfekt, ich bin nicht perfekt, veränder mich so, wie du es möchtest. Und das ist das, was wir, ganz klar, das wissen wir Christen, dass es darum geht, uns verändern zu lassen. Aber wenn Max so sagt, ja, es ist, du darfst nicht so sein, du darfst nicht das sein, du darfst nicht dies sein, so, aber du solltest ja tun und lassen, was du willst, was du willst, was ich wünsche, was, so, also das zeigt doch ganz klar, wirklicher Jesus-Nachfolger würde das nicht sagen, sondern jeder wirkliche Christ sagt, ich möchte mich verändern lassen. Also, es macht doch überhaupt keinen Sinn. Also klar, diese Aussage, die immer gesagt wird, ja, bleib wie du bist. Die verstehe ich zwar irgendwo, weil jemand etwas Gutes in dir gesehen hat und das soll bleiben. Aber an sich macht es doch keinen Sinn, zu sagen, hey, bleib wie du bist. Hey, du bist ein Lügner, bleib wie du bist.
Hey, du stehlst immer. Ja, bleib wie du bist. Hey, du schlägst Leute zusammen. Ja, bleib wie du bist. Nein, wir wollen uns doch verändern. Und deshalb, genau, kommt hier im Letzten nochmal ganz klar raus, dass diese Sandra und dass der Max, dass sie, dass das größte Problem, das sie haben, ist, dass sie ein Leben führen wollen, wie es ihnen gefällt. Egal, ob es gut oder schlecht ist, sie wollen einfach ihren eigenen Willen durchsetzen. Und für mich hat das nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Für mich hat das nichts mit der Nachfolge Jesus zu tun. Und was sagt Jesus in Lukas 9, Vers 23? Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Darum geht es. Und Aussagen wie "Jetzt bin ich frei" sind solche, es ist so eine Lüge vom Teufel. Sie sagt, jetzt bin ich frei, weil ich jetzt tun lassen kann, was ich will. Ich kann jetzt mit Nichtchristen schlafen und zusammenziehen und bla bla bla, weil das will ich ja. Obwohl, wenn wir darüber nachdenken, das ist nicht, was du willst, das ist das, was die Welt dir einredet. Und klar, wir beide Seiten können jetzt sagen, nein, wir sind frei. Die Christen sagen, nein, wir sind frei. Denn wir wissen, was gut und böse ist, wir können uns dagegen entscheiden, wir können uns dafür entscheiden. Die Welt, sie sagt, nee, wir sind frei, wir tun doch, was wir wollen. Ja, aber ist es nicht so, dass Kinder auch viel tun, was sie wollen? Und Eltern sagen, hey, das ist aber nicht gut für dich. Und genauso ist Gott mit uns auch. Wir könnten tun und lassen, was wir wollen. Aber nicht alles ist gut für uns. Aber wir sind auch frei zu entscheiden. Das Problem bei Nichtchristen oder Leuten, die Jesus nicht nachfolgen, die sind gefangen in dieser Welt. Für die ist, was ich will, das tue ich. Oh, schon wieder habe ich die Herdplatte angefasst. Schon wieder leide ich. Schon wieder habe ich eine krasse Trennung. Schon wieder habe ich, also nicht, dass es bei Christen nicht, überhaupt nicht der Fall ist, aber das ist keine Freiheit. Das ist keine Freiheit, wovon die Welt redet. Sondern die Welt tut einfach das, was die ganze Welt tut. Alleine, was wir lernen jetzt wieder, dass die Medien einfach verseuchen. Die Medien schlagen doch vor, was ich will angeblich, was die Welt will. Und zwar, sie wollen rumgehen und möglichst mit vielen Leuten schlafen, sie wollen dies und das und das und das. Und das ändert sich doch immer. Am Anfang war es, oh, jeder möchte Familie, Haus und Kinder. Jetzt möchte jeder möchte Karriere, mit vielen möglichen Leuten schlafen und wie auch immer. Und jetzt der nächste Zeitgeist ist doch, ja, hey, ich bin eigentlich ein Hund, schwarz und 3 Meter groß, und die erfinden jetzt auf einmal alle, was sie sind, wer sie sind. Und das wird jetzt auch in den Medien halt so gelehrt. Und das zeigt doch einfach, wie unfrei die Welt ist. Und zwar, es zeigt einfach nur, wie gefangen diese Welt ist. Und wir bleiben einfach in den letzten 2000 Jahren halt gleich und können uns einfach für und gegen Sachen entscheiden. Und ich glaube, das ist das große Problem in der letzten Folge, ist dieses, ich tue das, was ich tun möchte, verstehe aber gar nicht, dass das, was ich tun möchte, eigentlich komplett falsch ist. Die Sandra, das war sie, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das war sie, war ja mit dem nicht-christlichen Partner. Und sie hat auf Gott gehört. Und klar kommt danach eine Leidensphase. Aber es war für mich die beste Entscheidung, die sie treffen hätte können. Sie hätte durchhalten müssen. Und dann, nach dieser Bewährungsprobe, wäre sie so viel stärker daraus gekommen. Aber ja, was können wir machen? Wir können für jeden Einzelnen beten, der in diesem Podcast vorgekommen ist. Wir können für uns selber beten natürlich, dass wir auch richtig liegen und dass wir auch wachsen mit allem. Aber wie gesagt, ich wollte dieses Video einfach nur machen, weil erstens finde ich das Thema cool, weil ich auch immer so ein bisschen Killsong, Megachurches ein bisschen so kritisiert habe. Und ich wollte das kritisieren, was wirklich kritisierbar ist, und das ja verteidigen ein bisschen, was sie nicht verstanden haben. Ich hoffe, in all dem, was ich jetzt gesagt habe, kommt auch irgendwie was rüber, und ich bin nicht zu kritisch, ich bin nicht zu negativ.
Und genau, weil also so lange reden und frei reden und genau, ich weiß nicht, wie gut ich darin bin. Das sehe ich ja jetzt, wenn ich es schneide. Wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr eure Erfahrung mit der Hillsong oder irgendwie so habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Falls ihr Podcast gehört habt oder es noch tun wollt, wie gesagt, schreibt mir alles, was ihr dazu denkt. Falls ich Fehler gemacht habe, hey, schreibt es mir und ich werde mich dafür entschuldigen. Ich habe kein Problem, mich zu entschuldigen für Sachen, die falsch sind. Aber ja, Gott ist perfekt. Wir sind nicht perfekt. Gott ist der Maßstab, nicht wir. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Cor hier. Ihr da. Alles klar.